und dort schauen, in Untergründen der Welt. Aber schauen wir erstmal hier oben und schaut mal da. Haben wir doch auch schon gefunden. Wie geht's erstmal mit dem? Ich mag diesen Turm so gerne, dass ich angefangen habe, Nachforschungen anzustellen. Ich habe entdeckt, dass es irgendwo den gleichen Turm in Schwarz gibt. Schwarz! Ist das zu fassen? Der Turm muss weiß sein. Allein die Vorstellung macht mich ganz krank. Okay, sonst ist hier nichts mehr scheinbar. Schaut nochmal hinter. Genau, hier ist nur noch das reine Herz. Das erste. Erinnert ihr euch noch, als wir hier waren? Mann. Schon eine Weile her. Hä? Oh, Merlin mir was, sowas wie ein Glas gegeben hat? Ein Helm gegeben hat? Meint ihr das Goldfischglas? Mein Captain Kime hat in einer Tasse gewohnt, aber er ist zu groß geworden. Er hat sich total gefreut, als ich das Goldfischglas gekriegt habe. Aber jetzt ist er sogar schon so groß für das Glas. Ich weiß was. Vielleicht könntet ihr ein schönes Plätzchen für Captain Kime finden? Der Captain soll frei sein, dann kriege ich das Glas. Dann kriegt er das Glas. Gut, oder? Hm, aber wohin mit ihm? Es soll in meiner Nähe sein. Ihr müsst mir helfen. Noch nicht verwendbar. Lasst zuerst den Fisch frei. Okay. Dann müssen wir schauen, haben wir irgendwo Wasser gesehen? Haben wir oder haben wir nicht? Hm, natürlich haben wir. Und daran erinnere ich mich jetzt auch noch. Wo das war? Da waren wir nämlich erst letztens, bevor wir das Kapitel gemacht haben, wenn ihr euch erinnert. Nur ist die Frage gerade, wie komme ich da am Scheißen hin? Erstmal wieder durch die Gegend huppeln. Huppel, huppel, huppel. Huppel, huppel. Und hier runter. Natürlich hier runter. Wo auch sonst. Und dann weiter im Konzept. Da herunter. Und da sehen wir schon. Das sieht nach einem guten Platz für den Captain aus. Willst du ihn freilassen? Ja. Das Goldschlussglas ist leer. Jetzt kannst du es als Astronautenhelm verwenden. Nice. Jetzt können wir ins All. Also nichts wie zurück zur Tür. Yeah. Mach mal auch. Wird erledigt. Auf geht's. Zur Tür und ich lasse euch nicht länger warten. Und da sind wir auch schon natürlich bereit, durch die grüne Tür zu gehen. Ein zweites Mal. Hat er jetzt den Helm schon gleich auf oder müssen wir ihn noch aufsetzen? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber don't try this at home, sag ich mal. Denn das ist nicht gesund mit dem Goldfischglas. Müsstest du den Helm aufsetzen? Nein. Es ist gefährlich, einfach so im Weltall rumzuspazieren. Bitte setz den Helm auf. Möchtest du den Helm aufsetzen? Nein. Es ist nicht wie im Wasser. Ich muss leider auf den Helm stehen. Möchtest du den Helm aufsetzen? Nö. Du scheinst nicht sehr gern zu atmen. Bitte setz den Helm auf. Möchtest du den Helm aufsetzen? Nein. Ich verstehe es nicht. Bitte setz den Helm auf, solange du noch kannst. Möchtest du den Helm aufsetzen? Mach mal's. Nee. Weißt du nicht, was passiert, wenn du ihn nicht aufsetzt? Was Schlimmes? Willst du das? Ja. Ich begreife es nicht. Du willst also nicht atmen? Nein, will ich nicht. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Wie konnte ich nur so blöd sein, an dich zu glauben? Jetzt ist Schluss. Was? Oh! Leute! Entschuldigung, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, irgendwann zwingt uns das Spiel einfach dazu. Oh, cool. Okay. Ich hoffe, wir müssen das jetzt nicht nochmal machen. Haben wir den Helm? Wir haben nicht den Helm. Ach, Leute. Egal, machen wir schnell. Machen wir schnell. Wir können euch das Ganze überspringen auch. Ein bisschen, hoffe ich. Okay, das ist mir noch nicht passiert, dass Tippi jetzt meinte, ich habe mein Vertrauen in dich verloren. Scheiße. Egal, ich gehe schnell durch. Kennen wir ja alles, kennen wir ja alles. Kennen wir ja alles. Haben wir schon gehört. Juhu, Fischglas. Und jetzt wieder runter. Er hat es ehrlich nicht gewusst, dass das dann das Spiel kommt. Nö, vertraue dir nicht mehr. Wie scheiße bist du eigentlich? Und dann Game Over.
Okay. Ich muss es auch immer auf die Spitze treiben. Naja, okay. Schlag mal noch ein paar Minuten in der Stadt tot. Das müsst ihr mir verzeihen, tut mir leid. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, was würde, wenn ich das wirklich immer mache. Früher habe ich das nicht gemacht, aber jetzt dachte ich mir so, komm, mach's immer nö. Schaust, was passiert. Ich habe erst gedacht, vielleicht erstickt Mario oder so. Wird dann wieder zurückgesetzt in die Dings, aber dass dann gleich ein Game-Over-Bildschirm kommt. Jetzt haben wir den auch mal gesehen, denn ich glaube nicht, dass ich den sonst je sehen würde in dem Spiel, weil das Spiel... Es ist nicht unbedingt das Schwerste, aber auch nicht das Leichteste, von daher... Na gut. Es geht, aber ich glaube nicht, dass ich ihn sehen werde, deswegen... Jetzt haben wir wieder das Helmchen und jetzt können wir wieder in den All, ins All, yay! Und deswegen seht ihr mal... Immer erstmal denken, bevor man redet. Immer erstmal... Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt! Immer erstmal alles ausprobieren? Nee, das war's nicht. Na egal. Mir wird schon wieder einfallen. War wohl nicht so wichtig, wenn ich's, wenn's mir nicht einfällt. Und da sind wir wieder das dritte Mal im Kapitel 4.1. Und... Ja. Möchtest du den Helm aufsetzen? Ja, komm. Ist es jetzt besser? Kannst du jetzt atmen? Na dann, lass uns gehen. Das reine Herz ist irgendwo in diesem Sternenmeer. Okay. Wir müssen scheinbar nach rechts. So wie immer. Hört ihr das auch? Oder doch nicht nach rechts? Nach unten vielleicht? SOS. 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 Ich folge denen mal. Und da scheint was zu sein. Schauen wir mal. Hier ist etwas. Was ist das nun wieder? Warum war es hier versteckt? Ich sehe dich. Ups. So. Ist das ein Raumschiff? Sieht so aus. Cleop! Klippity-klapp, klapp, klapp, Morgenklapp. Oh, wer bist du denn? Vielleicht ein Außerirdischer? Ihr sucht das reine Herz, Klapp? Ihr seid niedlich. Warum weißt du über uns und das reine Herz Bescheid? Aber bist du für Graf Knickwitz? Antworte! Nö, guck nicht so böse. Ich bin Klirps. Ich bin euer Captain, Klapp. Und wenn ihr das reine Herz wollt, müssen wir zusammenarbeiten, Klapp. Was soll das heißen? Erklär uns das bitte. Klirps kann jetzt nicht reden, aber ihr müsst Klirps vertrauen. Folgen mir, Klip? Das werden wir nicht. Wir haben dich gerade erst kennengelernt. Klappe! Folge dem Captain. Für Raumkadetten wie dich ist das die oberste Regel. Du antwortest nur noch mit Ei, ei oder jawohl. Verstanden? Klip? Ei, ei. Klick, 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 klick. Du scheinst es kapiert zu haben. Klip? Ist das in Ordnung? Ja. Wenn du meinst. Deine Sache, du bist ja der Chef hier. Sehr gut, auf geht's. Fertig machen für Klappgeschwindigkeit. Wir werden auf direktem Weg zum reinen Herz fliegen. Um Klappgeschwindigkeit zu erreichen, brauchen wir eine Menge Energie, Klapp. Ihr strotzt nur so von Energie. Gib sie mir, Klapp. Drücke A, um Klapps Energie zu geben. Halt A gedrückt, bis du genug Energie hast und dann lasse los. Okay, dann drücken wir mal A, bis es losgeht. Hurra! Und damit geht es los. Klapptempo! In eine ungewisse Welt. Durchs Portal. Mal schauen, was uns erwartet. Und da sind wir auch schon wieder. Jesus. Klopp? Wir sind nicht mal in der Nähe des reinen Herzens, Klopp. Ist das die ganze Energie, die du hast, Klopp? Nutzloser Kadett! Wie konnte Klopp nur denken, du hättest genug Energie? Dank dir müssen wir uns jetzt auf herkömmliche Weise bewegen. Es ist noch ein weiter Weg zum reinen Herzen. Du musst Weltall kraulen. Mit zwei kannst du meinen Klopp-Laser einsetzen. Klopp, Feuer, Kadett! Attacke! Okay, und jetzt haben wir hier so eine Art Shooter.
sag ich mal. Und das nichts. Okay, dann einfach mal voraus. Schaut mal da im Hintergrund. Boah, ich komme nicht der Wein hier um die Viecher ist ein Pilz als Sternbild. Dann schauen wir mal wieder. Denn irgendwann kann man. Hier sind nämlich Meteoriten, die kann man nicht zerschießen. Und irgendwann kann man da mal hinter schauen und da hinten sehe ich doch auch was. Aber jetzt fahren wir da erstmal hin. War das jetzt hier schon oder? Jo, das war hier gleich. Holen wir mal. Ist ein bisschen umständlich. Oh, das ist super. Ach ja, komm. Alles für die. So, jetzt bin ich bestimmt so tief, oder? Ach, natürlich. Und wir haben eine Photon-Karte. Was immer ein Photon ist. Aua, ich lasse mich erwischen. Haben wir es gefunden? Und hier ist wieder ein Speicherblock. Denn, wenn ich mich nicht ganz irre, müsste jetzt etwas kommen, was ich damals sehr nervig fand. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so nervig ist, denn jetzt müsste, glaube ich, gleich so ein kleines Raumschiff mal labyrinthmäßiges sein hier gleich. Mit diesen Portern die ganze Zeit. So, jetzt erstmal die Freunde in der Nacht zu schießen. Und jetzt haben wir, jetzt geht's nämlich los, genau, ich wusste es. Zwei Teleporter und ich nehme einfach mal den ersten hier. Das kann ja eigentlich gar nicht der richtige sein, denn. Ja. Jetzt glaube ich, sind wir auch schon da, wo sehr viele auf einmal sind. Jetzt haben wir nämlich hier einen. Und ich glaube, den nehme ich auch einfach mal. Mal schauen, wo wir rauskommen. Das ist jetzt hier ein bisschen, ja, durcheinander, sag ich mal. Denn hier etwas zu finden ist nicht so einfach. Aber hier sind jetzt mal wieder große Steine, wo, aha, wieder was hinter versteckt sein könnte. Das ist natürlich auch ist eine super Fun-Karte, sehr schön. Und hier ist sonst nichts. Hier ist wirklich sonst nichts? Na gut, hier ist sonst nichts. Hoch geht's nicht? Nö. In die andere Richtung vielleicht? Aha. Das sieht doch schon besser aus. Jetzt gibt's hier ein Portal. Nehmen wir mal. Wir haben uns wahrscheinlich gleich schon heillos verlaufen. Ist das der Stein, wo ich meine? Nö. Es ist nicht der Stein. Na gut. Dann weiter, aber diese Meteoriten hier sind schon schön. Da hinten ist so ein kleines Portal. So, ein bisschen Erfahrung mit sammeln. Immer wieder hinterschauen. Und da hinten okay. Wir haben das Ende gefunden. Nehmen wir so hin. Und damit ist das Kapitel zu Ende. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte verpasst. Aber hey. Möchten wir speichern? Ja, möchten wir.